الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك وتابعيهم وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد فيا عباد الله. So heiße ich euch willkommen in dieser Versammlung an diesem gesegneten Tag. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unsere Sünden vergibt und dass er uns das Paradies eintreten lässt und dass wir zu denen gehören, die das Gute, die zu dem Guten führen und das Schlechte vermeiden. Denn Allah Azza wa Jal hat im Koran gesagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid das beste Volk, was den Menschen herabgesandt worden ist, gegeben worden ist. Ta'muruna bil ma'ruf. Ihr begeht, ihr ruft zum Guten und verwerft das Schlechte. Allah Azza wa Jal hat uns zum guten Volk gemacht, nur wenn wir diese Eigenschaft haben. Wenn wir zum Rechten führen und das Schlechte, und das Schlechte vermeiden. Wenn wir das Schlechte sehen, dass wir die Leute dazu bringen, dass sie dieses nicht machen. Obwohl wir in so einem Land sind, in so einer Lage sind, wo wir das brauchen, haben die meisten Menschen das vergessen. In unserer Familie, sei es in unserer Familie, auf der Arbeit, auf der Schule, diese Amr bil Ma'ruf und Nahi anil Munkar ist so wichtig für uns und das brauchen wir so sehr, obwohl wir es vernachlässigen. Ebenso haben wir auch vergessen, wie die Methode geht. Stellen wir uns ein Kind vor, das zum Beispiel einen Kühlschrank öffnet und dann nachher etwas fallen lässt. Wie würden wir reagieren? Wir würden sofort das Kind anschreien, vielleicht auch schlagen, was nicht sein sollte. Und mit dieser Methode führen wir dann nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Anstatt ihm beizubringen, dass er den Kühlschrank nicht mal öffnen sollte, lernen wir ihn, dass er lügt. Denn beim nächsten Mal, wenn er wieder den Kühlschrank öffnet und etwas fallen lässt, wird er sagen, ich war es nicht. Das ist unsere Methode heutzutage, die wir mal anwenden. Obwohl sie falsch ist. Und das sollten wir auch achten. Das Gegenteil, wenn wir die richtige Methode haben, würde es so aussehen. In einer Geschichte bei Abu Ja'far al-Mansur, in der Zeit der Abbasiden, gab es einige Leute, die so getan haben, als würden sie religiös sein. Sie haben so getan, als würden sie zum Islam gehören. Doch gehörten sie zu den Majusiyin. Als dann diese Person zum Khalifen gegangen ist, der Abu Ja'far al-Mansur war, ging er zu ihm und las ihm Gedichte, damit er sagt, dass er ein guter Herrscher ist, damit er bei ihm schmeichelt. Und dann fing er mit seiner Bitte an. Er sagte, ja, Amir al-Mu'minin, o Prinz der Gläubigen. Er sagte, was willst du? Er sagte, Hujjaj al-Mekka, die Leute, die die Pilgerfahrt machen und zu Mekka gehen. Er sagte, was ist mit ihm? Er sagte, in der Zeit, wo es sehr warm ist, riecht der andere den Schweiß seines Bruders. Warum machst du nicht auf der Kaaba Bukhur, Parfüme? Und in dieser Zeit waren die Parfüme so, dass man Feuer anzünden musste. Warum machst du nicht auf der Kaaba oben Parfüme, damit die Leute diesen Geruch riechen? Und dann für dich Dua machen. Äußerlich ist diese Idee was ganz Gutes. Aber die wirkliche Idee ist, dass die Menschen um dieses Feuer Tawaf machen. Dieses Gottesdienst machen. Leider hat dieser Khalif es nicht bemerkt. Und hat dann sofort dafür befohlen, dass man das macht. Dass man diese Parfüme da oben legt und dann nachher die Menschen wieder etwas Angenehmes riechen können. Einer der Gelehrten hat das sofort bemerkt. Und als ihm diese Nachricht gekommen ist, sagte er, ruft den Menschen, dass ich Hajj gehen werde dieses Jahr.
Und in dieser Zeit war es so, wenn ein Gelehrter geht, dann hören es die Menschen und gehen mit. So, dass der Khalife das auch gehört hat und gesagt hat, ich werde auch dieses Jahr Hajj machen. Die so getan haben, als wären sie Muslime, hatten auch einen Plan und wollten eine Bestätigung von diesem Alim für diese gute Tat, für diese Tat. Als sie dann dort in Mekka waren, haben die gesagt, o Gelehrter, mach für ihn Dua, für den Khalifen, weil er diese gute Tat gemacht hat. Und er sagte, ittaqullah, fürchtet Allah. Dieser Khalife soll das gemacht haben? Und er weiß mehr als ich und als du im Fiqh und im Hadith. Wie kann er auf der Kaaba Feuer legen, sodass die Menschen um dieses Feuer Tawaf machen, umrunden? Ittaqullah fi hukamikum. Fürchtet Allah bei euren Herrschern. Sowas können sie was nicht machen. Als der Khalifa das sofort gehört hat, hat er sofort befohlen, dass diese Parfüme rausgehen, runtergehen. So wäre die richtige Methode. So ist diese Methode, wenn man sie so anwenden würde, würde es besser für die Menschheit, für das Volk, für die Herrscher, für sonst wen sein. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass wir dieses Wissen lernen, dass wir zu denen gehören, die Amr bil Ma'ruf machen und Nahi anil Munkar machen. Egal, sei es zu Hause, mit dem Nachbar, in der Schule, auf der Arbeit. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين